Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderbaren Anime-Lore-Video. Ich bin voller Vorfreude und ich hoffe ihr auch. Denn heute werfen wir einen Blick auf den kommenden Megumin-Anime. Und was ihr wahrscheinlich wissen solltet, um zu entscheiden, ob dieser Anime etwas für euch ist oder nicht. Aber bevor wir das tun, sage ich nochmal kurz Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Fangs-Funktion. Und damit zum eigentlichen Video. Fangen wir mal mit dem Wesentlichen an. Denn das Ganze ist keine Hauptgeschichte von Konosuba, also die Hauptgeschichte von Konosuba, die Story wird nicht fortgesetzt, sondern der Megumin-Anime basiert auf einem Spin-Off-Light-Novel und spielt ein Jahr vor dem Beginn der Hauptserie. Wie der Titel An Explosion on this Wonderful World nahelegt, handelt es sich um eine Megumin-fokussierte Spin-Off-Serie. Wenn du also Megumin magst, wirst du diesen Anime lieben. Er spielt außerdem in Megumins Heimatdorf, dem Dorf der Crimson Demons oder karmesinroten Dämonen zu Deutsch. Und Kazuma und sein Team von Spezialkräften, nennen wir es mal so, haben das Dorf tatsächlich mal im Film besucht, also im Standalone-Film, der auch das letzte bisschen Animation darstellte, was wir bisher bekommen haben, bevor der Megumin-Anime angekündigt worden ist. Was das Genre dieses Anime betrifft, lässt er sich am besten als Mischung aus Slice of Life und Magical Girl beschreiben. Wenn ihr also schon immer Sailor Moon mit Atomsprengköpfen sehen wolltet, ist dieser Anime genau das Richtige für euch. Abgesehen von Megumin werden auch beliebte Nebencharaktere wie Komusuke, Yunyun und Komeko, Megumins kleine Schwester, in diesem Anime zu sehen sein. Ferner gilt, wer nicht bis April warten kann, dann findet nämlich die Erstausstrahlung des Anime statt, kann die Spin-Off-Light-Novels tatsächlich schon jetzt lesen. Sie sind außerdem bereits abgeschlossen. Bedeutet, ihr lasst euch nicht auf ein offenes Ende ein. Und im Allgemeinen sind Light Novels deutlich detaillierter als eine normale 12 Folgen lange Anime-Serie. Wenn ihr also noch mehr Megumin wollt, solltet ihr die Bücher unbedingt lesen. Was die Animationsqualität des Anime betrifft, denke ich, dass es am besten ist, selbst einen Blick darauf zu werfen. Der Trailer wird in der Videobeschreibung verlinkt sein. Aber ich persönlich bin zufrieden, besonders weil das allzu präsente CGI-Blutbad anscheinend fehlt. Ich persönlich freue mich auf den Anime und werde auch einige Lore-Videos über Megumin, ihre Familie, wie ihr Dorf entstanden ist und natürlich über Komusuke machen. Und mehr gibt es auch im Wesentlichen nicht zu sagen. Und nun seid ihr an der Reihe. Werdet ihr euch den Megumin-Anime anschauen oder seid ihr eher ein Fan von Darkness? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen.